Hallo Modellflieger und Modellbauer, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Restauration der Bill Hempel Piper ist im Moment ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich habe mir ein neues Spielzeug besorgt und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wie ihr seht, ein riesen Karton. Ich habe meine Modelle erstmal an die Seite geschoben, weil ich sonst überhaupt keinen Platz habe. Also der Karton ist wirklich riesig. Hier einmal die Rehbock Schutztaschen, das Schutztaschenset. Weiter geht's. Eine Tragfläche haben wir hier. Und zwar, vielleicht könnt ihr schon erahnen, was es ist. Überlegt mal hier. Da steht schon was. MDM. So. Hier haben wir einmal das Höhenleitwerk. Und ich denke mal, ihr wisst schon, was es ist. Ich werde es euch jetzt verraten. Es ist eine Fox von Tomahawk Aviation, die 1:3 Fox mit 4,66 Meter Spannweite. Ich hatte mal Bock auf einen Kunstflugsegler. Der ist aus Voll-GFK und ist ein sehr edles Teil. Und jetzt packen wir weiter aus. Hier ist einmal das Seitenleitwerk, alles schön verpackt. Dann habe ich hier ein Beutel Kleinteile. Dann habe ich mir den passenden Kabelbaum mit dazu bestellt, der genau auf Länge zugeschnitten ist für Querruder, Wölbklappen, Höhenruder und Seitenleitwerk. Hier haben wir einmal Steckungsrohre, Kohlefaser, hier einmal die Schubstange für das Höhenleitwerk, das Steckungsrohr für die Tragflächen. Hier haben wir den Rumpf, ein schön eingepackter Fox-Rumpf, den ich jetzt erstmal an die Seite stelle und dass ich den Karton da wegkriege. So, jetzt packen wir mal einen Flügel aus.
Zweite Fläche, einmal ausgepackt, eine wunderschöne Qualität, also die Lackierung ist wirklich vom Feinsten, also besser kann man es nicht machen und ganz toll verarbeitet. Und es ist schon wichtig, dass man wirklich schöne Schutztaschen hat. Und Tomahawk bietet ja das Reebok Schutztaschenset ja an für die Fox. Und das sollte man auch dann nutzen. Ja. Wunderschön lackiert. Und ganz toll verarbeitet. So, den Rumpf habe ich auch ausgepackt, auch sehr, sehr gut verarbeitet, schön lackiert, eine tolle Farbe, aber ich muss sagen, das ist für mich absolut Neuland. Und dieses hier ist jetzt mein zweites GFK-Modell, die Fox von Tomahawk Aviation. Und ja, aber bevor ich da loslege, mache ich jetzt erstmal mit meiner Piper weiter, die muss jetzt erstmal bespannt werden noch. Und dann geht's mit der Fox weiter. Bis dahin. Tschüss.